USC Landhaus bereitet sich auf den großen Schlager am Sonntag vor. Da gastiert um 11 Uhr Tabellenführer SK in St. Pölten beim violetten Frauenteam. Landhaus ist in dieser Saison noch ungeschlagen und in der Tabelle auf Rang 2. Nach 6 Siegen zu Beginn gab es für das violette Frauenteam zuletzt mit 2 Unentschieden aber einen kleinen Rückschlag. Was sind die Ursachen dafür? Plötzlich sind wir mit als Favorit gehandelt worden. Das ist natürlich für die Mädels im Kopf natürlich schwierig, waren nie in dieser Situation. Wir werden das System umstellen, wir werden nicht offensiv spielen, wir sind Außenseiter, überhaupt in der jetzigen Form. St. Pölten ist der klare Favorit. Trotzdem sind wir die Nummer 2 von Österreich und es wird ein schönes Spiel hoffentlich. Es kann alles passieren. Es kann alles passieren. St. Pölten hat eine extreme Qualität. Ich habe mir die Aufstellung gegen Sturm Graz angeschaut. Da stehen 16 Mädchen am Blankett. Davon sind 14 A-Nationalspielerinnen aus 4 Nationen. Die haben eine extreme Qualität. Sie sind unangefochten die Nummer 1 in Österreich, aber wir sind die Nummer 2. Wir können gewinnen, wenn alles gut läuft. Es kann ein Unentschieden werden. Wir können aber auch, so wie Sturm Graz, 5 Tore bekommen. Es wird Tagesverfassung abhängen. Trotzdem sind wir in der jetzigen Verfassung der krasse Außenseiter. Erstmals wird ein Spiel der Frauenbundesliga live im ORF übertragen. Für die Spielerinnen etwas ganz Besonderes. Ist das zusätzliche Motivation oder steigt dadurch die Nervosität vor dem großen Schlager? Beides würde ich sagen. Sensationell, dass wir das erste Live-Spiel haben und dabei sind. Ich selber bin auch nervös, jetzt schon, obwohl es erst am Sonntag ist. Natürlich denken die Mädchen an das. Man sieht alles im Fernsehen, es ist das erste Mal, wir sind in dieser Situation das erste Mal. Trotzdem glaube ich, dass es Motivation ist, dass es ein gutes Spiel werden kann, dass wir Werbung für den Frauenfußball machen können. Und ich bin froh, dass wir endlich einmal ein Live-Spiel im ORF haben. Musik